Janitrakowiak. Die Blasen in der Schäule, die singen den Kern. Es hat so eine gängige Melodie. Heidi Tappe und Eck haben das Leute auf Lipsplatt übertragen. Domiso das Platt in der Auern kriegen. Robin, hallo. Den ist der Achtern, der hat Pläser an das Leute. Und heu wellet für Jück von Dares Sinn. Keine halben Sachen, ganz oder gar nichts. Denn Sachen, der wir machen, werden nie oder nie. Wenn wir führen, hört man uns in allen Katzen. Und schickt man an die 12, ja, dann singen alle mit. Blomberg, Blomberg, du bist der Blume. Ihre Stadt in Scheine-Deppoland. Blomberg, Blomberg, wird immer schieben. Blomberg. Blomberg, Blomberg, höchst das Lieben, einer hätte das Stück für uns bestellt. Nieder, Tor und Busch, wir sind mal lieben, Blomberg, höchst den Rest der Welt. In den Vereinen, wir holen fast der Haube schon dürdig und dünn. Für Sportler sind wir oben noch Blomberg vor. Blomberg, Blomberg, höchst am Lieben, einer hat das Schlück für uns bestellt. Nieder, Tor und Busch wird's im Archiven. Blomberg, grüßen aus der Welt. Am Kissen auch mal Ring und der Himmel, der ist grüß. Der Sonne ist verschwunden und der Wind ist ziemlich früh. Das ist nur die Stimmung, die Hoffnung in uns weg. Dann wüten, müde Welt, was im Blomberg alles steckt. Blomberg, Blomberg, du bist der Blume, Ilse Stadt in Scheine-Lipperland. Blomberg, Blomberg, wird's im Archiven, Blomberg, allewegs bekannt. Blomberg, Blomberg, höchst das Lieben, euer hat das Glück für uns bestellt. Nieder und Busch wird's im Archiven, Blomberg, grüßt den Rest der Welt. Toll, dann haben wir viel zu spät versprochen. Leute, du bleibst ein bisschen hier. Blomberg kennen wir ja alle aus den liebsten Städtetrans. Deppelt, da hau hier fest, Lemmier, da Texten ist. Bei Blomberg, der Blärme. Und es das heißt ja nicht nur Blumen, es ist auch Nelkenstadt. So wie ich weiß, war da mal früher ein Botaniker, der einen Nelkenzug angelegt hat vor den Stadttoren. Und es wird heute noch gefeiert, eben es ist Nelkenstadt, die Stadt der Blumen. Wir bedanken uns einmal bei Lörle, die das einstudiert hat, dann bei Robin Münch, Frau, Robin Münch, seiner Mutter Tanja Münch und Wolfgang Budde. Ja, liebe Freunde, meine Damen und Herren, wir haben uns Mühe gegeben, wir versuchen natürlich auch vom Heimatverein Blomberg die Jugend mit ins Boot zu kriegen und wir haben bei dem Münch Junior eine ganz tolle Stimme gefunden, einen interessanten Jungen gefunden, der für diese Sachen gut zu haben ist und der sich immer viel Mühe gibt
um mit uns im Heimatverein Blomberg zu agieren. Dankeschön, Robin. Ja, und wenn wir gerade stehen, Lörle ist ganz aktiv in Blomberg und auch, glaube ich, in Augustdorf. Sie geht in Schulen rein, übt Plattdeutsch mit den Kindern und das soll auch noch so ein bisschen so weitergehen, ne? Ja, hauptsächlich mache ich das mit Gesang, denn ich bin der Meinung, dass man mit Gesang die Sprache am besten lernt. Und ich wünsche mir so von ganzem Herzen so einen Chor, der nur mit mir lippisch Platt singt. Aber das ist nun auch nicht einfach zu bewerkstelligen. Und insofern gehe ich dann eben an die Jugend ran. Ich gehe in die Schulen und versuche den Kindern auf diese Art und Weise eben halt das lippisch Platt zu Gehör zu bringen. Ich habe die Erlaubnis von Rolf Zukowski bekommen, den kennen Sie sicherlich alle, den Liedermacher, seine Lieder auf lippisch Platt zu übersetzen. Und in dieser Mappe, Lips Platt für Kinders, ich habe sie mit, ich kann sie Ihnen zeigen, die kann man auch in unserem Heimatladen kaufen. Da sind diese Texte enthalten, die eben halt diese Übersetzungen sind. So kann man zum Beispiel, es ist jetzt nicht die Zeit, dass die Weihnachtsbäckerei wunderschön auf lippisch Platt singen. Ich habe eine Freundin in Blomberg, Heidi Tappe, die leitet den lippisch Platt, die lippisch Platt Gruppe in Mossenberg und die korrigiert mich immer. Ich kann das auch nicht so perfekt, aber ich versuche das immer mit dem Wörterbuch von Frau Schierholz, jetzt habe ich auch das Neueste, diese Texte zu übersetzen und es klappt eigentlich ganz gut und man kann es auch gut singen. Denn das heißt auf lippisch Platt, in der Weihnachtsbäckerie schiftet manje Kleckerie, twisken Mellen, Melk mag so mancher Knilch, eine bannig raute Kleckerie in der Weihnachtsbäckerie. Und vielleicht können Sie das auch mal mit Ihren Enkeln singen. Was wäre es denn, nicht, wenn die dann auch mal auf diese Art und Weise das lippisch Platt in die Auen kriegen? Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bin jetzt, glaube ich, schon das fünfte Mal hier und ich finde diese Veranstaltung immer ganz prächtig. Und ich danke Herrn Schäfermann, dass der mich damals mal so hergelotst hat. Und damals, können Sie sich noch erinnern, Herr Schäfermann, mit den kleinen Kindern, wie die gesungen haben, die aus dem Kindergarten, hör mal, wer da platt, ja, ich würde so gern davon dit und dat öfter Plattdeutsch hören. Ja, das ist es. Öfter Plattdeutsch hören. Vielleicht kann ja mal hier Radio Lippe eine plattdeutsche Sendung bringen, nicht? Wir würden uns alle ans Radio hängen und läustern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, sonst höre ich nicht auf zu quatschen. Machen Sie es gut, ne? Tschüss! Ja.